Hallo und willkommen zu einer neuen Videolog-Reihe. Vielen Dank dafür, dass ihr hier reingeschaltet habt. Ich möchte heute etwas ganz Neues ausprobieren und ich bin gespannt, wie es bei euch ankommt. Diejenigen, die mich vielleicht schon kennen aus anderen Videos oder den Channel abonniert haben, wird sicherlich schon aufgefallen sein, was anders ist. Richtig, ich spreche heute auf Deutsch und ich möchte versuchen, diese Videolog-Reihe auf Deutsch zu führen, einfach um etwas Neues auszuprobieren und mal gegenzuprüfen, ob ich nicht vielleicht in meiner Native Speaking Language besser ankomme, als wenn ich hier die Videos versuche auf Englisch zu machen, nur damit sie mehr Leute verstehen können. Es gibt ja immerhin noch sowas wie Untertitel, von daher werde ich die erstmal einbauen. Deshalb schon mal große Sorry an die englischsprachigen Leute, die meinen Channel abonniert haben. Ich werde auch weiterhin englischsprachige Videos machen, aber diese Log-Reihe möchte ich einmal auf Deutsch probieren. Ja, genug des Vorworts, worum soll es heute gehen? Ich möchte euch mein neues Spiel vorstellen, an dem ich gerade derzeit arbeite. Ich möchte euch von meinem Struggle erzählen als Indie-Game-Entwickler. Jeder kennt die Stories, jeder weiß, man möchte Indie-Entwickler sein, man möchte den Hit schreiben, man möchte das perfekte Spiel haben, damit sich eine finanzielle Absicherung schaffen und yay, wie toll ist die Welt nicht. Und nach dem ersten Game sind wir finanziell unabhängig, können machen, was wir wollen, arbeiten, wann wir wollen, können die besten Projekte lernen, etc. Ja, für manche mag das zutreffen. Ich denke, für die Mehrheit der Indie-Entwickler nicht, sondern Indie-Business ist einfach harte Challenges, harte Arbeit. Und darüber möchte ich in meiner Videolog-Reihe einfach ein bisschen erzählen. Das, womit ich jeden Tag beschäftigt bin, was ich so mache, was ich dagegen Frustration mache, was ich zur Motivation mache, etc. Also einfach so ein bisschen my daily business in my indie business, könnte man quasi sagen, das möchte ich euch hier ein bisschen näher bringen. Ja, warum dieser Wechsel, warum dieser Videolog gerade jetzt? Meistens ist es ja immer so, dass irgendeine Sache passiert und daraufhin erfolgt eine Entscheidung und man probiert neue Dinge aus als Indie-Entwickler oder insgesamt, egal wo, in welchem Hobby. Sollte man stetig versuchen, sich weiterzuentwickeln. Für mich war die große Erkenntnis, dieses Jahr ist fast rum. Ich habe viel Budget gehabt für meine Entwicklung, für meine Game-Entwicklung und habe mich mit mal wieder viel zu großen Projekten auseinandergesetzt. Dadurch habe ich viel Zeit investiert in Grafiken, Code und so weiter und so fort. Ja, um Projekte zu realisieren, die eigentlich gar nicht schaffbar waren in einem Jahr, wo die Vorstellungen und Visionen halt wieder so groß geworden sind, man sich selber nicht genug das Ziel abgesteckt hat, nicht klein genug gearbeitet hat. Und ja, Ende November haben wir ja mittlerweile, aber ich glaube so Ende Oktober habe ich dann bemerkt, schade, jetzt sind 10 Monate dieses Jahres rum und mein monatlicher Verdienst sieht immer noch nicht sehr berauschend aus und ich habe leider auch keine neuen Releases geschafft. Dementsprechend, woher soll das Einkommen kommen? Woher soll das Einkommen kommen, genau? Irgendwoher muss das Geld ja kommen und wenn keine frischen Produkte, sprich Games, released werden von meiner Seite aus, hätte ich halt entweder in Marketing investieren müssen oder in andere Dinge, Crowdfunding etc., um irgendwie wieder Geld zu bekommen. Das Problem meinerseits, was hoffentlich nicht jeder Indie hat, ist, ich mache das Ganze ich arbeite als Vollzeitentwickler, also Vollzeit-Indie-Entwickler und dementsprechend ist das auch mein Einkommen. Also ich habe derzeit keinen freiberuflichen Job oder was anderes und muss daher von meinen Reserven leben und gucken, wie ich dabei bin. Nun, das mache ich schon eine ganze Weile, das Rainware gibt es ja jetzt auch schon 4 Jahre. Fast 5, 4 oder 5 bin ich mir gerade nicht mal sicher. Ich glaube 1,16, ja, dann müssten das 2000, ja, müssten dann fast 4 Jahre sein. 16, 17, 18, 19, 20, nee, 5 Jahre tatsächlich. Also dann 5 Jahre und gut, ich kenne mich damit aus. Wenn kein Budget da ist, dann geht man als Entwickler, als Freiberufler hin und sieht zu, dass man irgendwo wieder Geld bekommt. Aber das ist natürlich nicht der Sinn und Zweck und auch nicht die Motivation hinter meinem Indie-Business. Von daher soll das Ganze natürlich irgendwann laufen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Worauf ich hinaus wollte ist, nachdem ich realisiert habe, dass die Projekte viel zu groß geworden sind und ich keine Releases geschafft habe und ja, ich irgendwoher Geld kommen möchte, habe ich ungefähr noch so viel Budget derzeit, wo ich sage, okay, ich kann noch bis nächsten Jahres leben, ab nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahr muss ich gucken, wo ich wieder Geld beschaffe. Das heißt, ich habe jetzt noch gut und gerne 2 bis 3 Monate, wie gesagt, im Oktober fiel die Entscheidung, um das Ganze irgendwie auf den Weg zu bringen. Meine Idee war die folgende, ich nehme den einfachsten Tipp, den fast jeder Indie-Entwickler dir gibt. Mache kleine Projekte, schreibe Games, release Games, scheiß auf Perfektionismus und versuche so viele Games wie möglich zu machen, aus mehrerlei Gründen. Grund 1 ist, wir haben kleinere Projekte, können uns schnell motiviert für kleinere Sachen und wir haben schnellere Releases. Also ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, dass die Projekte alle so um die 2 Wochen dauern sollen, damit ich mich auch jede 2 Wochen mit neuen Dingen auseinandersetzen kann, da das der Challenge-Aspekt, mich mit neuen Sachen auseinanderzusetzen, mich in andere Engines einzulesen oder vielleicht auch
Funktion der Engine zu bedienen, die ich vorher noch nie gehabt habe. Daher muss jedes Projekt für mich unbedingt so ein Challenge-Ding immer beinhalten, weil es für mich absolut wichtig ist, dass ich mit jedem Projekt auch eine gewisse Art von Herausforderung habe. Ja, ich weiß, das Indie-Business alleine fordert mich nicht genug raus, könnte man nur meinen, aber ja, ich brauche ein Challenge als Motivation und deswegen lege ich mir gerne in jedes neue Projekt eine Sache, Komponente rein, die ich dort auch immer erfahren möchte als Challenge. Außerdem lernt man auf dem Weg halt super viele Sachen. Also wenn ich halt in einem Jahr ein Spiel release, dann habe ich genau einmal den Marketingaufwand, die Store-Description, die ich schreibe. Ich kontaktiere einmal die Presse und so weiter und so fort. Wenn ich aber viele kleine Releases mache, dann werde ich bei jedem Release, also jeder Iteration quasi, bin ich etwas experienceder. Also ich bin jedes Mal erfahrener, nachdem ich einen Release gemacht habe und dadurch wird automatisch der nächste Release besser. Ein weiterer großer Vorteil ist, ich habe die Form von Cross-Promotion. Das heißt, mit jedem Game, was ich rausbringe, werden automatisch meine anderen Games beliebter. Denn wenn das neue Game besser angenommen wird als das davor, werden die Leute von dem neuen Game auch meine alten Spiele finden und das pusht die wiederum. Das heißt, einfach ausgedrückt, ich habe viel mehr Möglichkeiten, mich weiterzubilden. Ich habe viel mehr Möglichkeiten, mich herauszufordern, wenn ich die Projekte kleiner setze. Und ich kann viel mehr Dinge ausprobieren. Natürlich geht das einher mit auch Nachteilen, dass ich gucken muss, dass die Projekte klein sind. Der Projektumfang ist meistens nicht so komplex, sondern beschränkt sich auf eine Kernidee. Man sollte viel Assets wieder benutzen, sowohl vom Code als auch von der Grafik her. Und ja, das tue ich im Moment. Das heißt, bei Flat Fat Cat, vielleicht kennt das Spiel einer von euch, also gerne mal reingucken. Verlinke hier oben Video, falls ihr es noch nicht kennt, mal reingucken. Daher kommen halt meine Grafik-Assets zum Beispiel. Und ich habe mir gedacht, die Animationen sind so cool, die Katzen sehen so cool aus. Ich finde das Spielprinzip total cute, so von den ganzen Grafiken her. Und ich habe alles. Warum nicht darauf einfach eine Franchise aufbauen und jetzt einfach ein paar Mobile-Spiele raushauen? Dabei müssen sie gar nicht mehr wirklich casual sein, wie ich euch mit meinem aktuellen Projekt jetzt beweisen möchte. So, lasst uns doch mal in mein aktuelles Projekt reinspringen und ich zeige euch so ein bisschen, wie weit ich derzeit bin, was ich mit dem Reusing von Assets meine und womit ich mich gerade derzeit so herausfordere. So, hier sind wir auch schon in meiner Godot-Entwicklungsumgebung und wie gesagt, ich habe die Assets von meinem Flat Fat Cat Spiel genommen und habe daraus, was vorher ein Billardspiel war, wo man Cut-Paare matchen muss, gerne, wie gesagt, das Video dazu angucken. Ich habe es hier euch verlinkt oder ihr findet es in der Beschreibung zu Flat Fat Cat und habe das gleiche mit den Katzen genommen und habe daraus eine Art Shuffleboard gemacht. Was das Ziel des Spiels ist, jeder, der Shuffleboard kennt, wird es wahrscheinlich ungefähr kennen. Also im Prinzip ist es relativ einfach. Wir haben halt ein klassisches Shuffleboard-Game. Das bedeutet, wir haben hier die vier Katzen, die Team A beschreiben. Hier haben wir vier Katzen, die Team B beschreiben. Zoomen hier gerade nochmal ein bisschen ran. Das heißt, das hier ist unser Team A und das ist unser Team B. Man spielt dieses Spiel gegeneinander. Es wird immer abwechselnd gezogen. Man flippt diese Katzen quasi. Und das Ziel des Spiels ist, sie irgendwo in den Feldern zu landen, wo natürlich Punkte drauf sind. Minuspunkte geben dementsprechend Minuspunkte. Das heißt, wir spielen abwechselnd mit den Katzen gegeneinander. Man kann sie natürlich auch wegschubsen und sie bouncen weg. Und am Ende, wenn alle Züge gemacht worden sind, das heißt, jeder Spieler seine vier Katzen gespielt hat, wird am Ende natürlich geguckt, wer mehr Punkte hat. So, das ist im Prinzip schon alles, was ich für dieses Spiel mir überlegt habe. Das ist das Core-Gameplay. Das heißt, wir haben unsere Katzen, die wir aus Flat Fat Cat übernehmen konnten. Ich habe den Background, den ich aus Flat Fat Cat übernehmen konnte. Das Shuffleboard-Grid musste ich tatsächlich neu designen. Das heißt, es ist ein Asset, was ich jetzt designen musste. Und alles andere habe ich soweit übernommen. Wir haben die Animation. Und trotzdem war es nicht so einfach, wie es sich jetzt anhört. Hey, weil, wie gesagt, ich habe bei immer eine Challenge mit drin. Jedes Mal, wenn ich ein Spiel mache, habe ich eine Challenge mit drin. Und die große Challenge dieses Mal, und es kommen sogar noch ein paar hier, aber die größte Challenge bis hierher war, Flat Fat Cat wurde in libgdx geschrieben. Das heißt, libgdx wurde mit Java programmiert und ich habe dort alles mit dem Framework libgdx geschrieben. Wie ihr seht, bin ich jetzt in Godot, das heißt, ich musste alles erstmal rüber transformieren. Das heißt, die Animationen mussten in Godot nachgestellt werden. Kann ich euch hier gerade mal eben zeigen, wie das aktuell aussieht. Das ist quasi unsere Player-Katze, die ich hier erstmal einbauen musste. Ich musste natürlich mit den Sprites das Ganze so anpassen. Und ich musste die Animations, die vorher in, ja, lass mich lügen, Spriter gemacht worden sind, genau, in Spriter, musste ich jetzt halt hier einfügen, damit wir hier die Animation auch zur Verfügung haben. Können wir hier gerade mal eben durchswitchen. Das sind dann halt die verschiedenen Animationen, die ich hier übertragen musste zum einen. Dann natürlich muss man sich ein bisschen auseinandersetzen. Wir haben neue Textures, das heißt, wir brauchen die Texture-Filters. Wir wollen Mipmaps haben. Wie funktioniert Anti-Aliasing in Godot? Wie funktioniert das 2D-System allgemein, das Physics-System?
Ich habe hier in LibGDX mit ganz anderen Komponenten gearbeitet und daher wurde das Spiel natürlich schon wieder viel größer. Und jetzt kommt's, wer hätte es erwartet? Meine 2 Wochen sind natürlich schon fast rum. Ich bin jetzt am Mittwoch, das heißt am Freitag wäre das 2-Wochen-Projekt zu Ende. Und ich weiß nicht, wie ich es noch schaffen soll, denn ja, leider habe ich nebenbei auch noch ein paar andere Verpflichtungen und schaffe nicht immer so unbedingt meine 4-5 Stunden am Tag zu arbeiten. Dementsprechend ist es dann schwierig mit dem Fortschritt. Dennoch, ihr kennt es selber als Indie-Entwickler, man muss sich nicht ermutigen lassen und irgendwie was zu schaffen am Tag ist gut. Und ich denke immer noch dafür, dass ich das Projekt mal wieder gnadenlos unterschätzt habe, vom Aufwand her bin ich trotzdem gut in der Zeit. Ja, ich sagte bereits, da folgen noch Challenges, genau, denn das Problem ist, mit Godot habe ich bisher auch noch kein Mobile-Game gepublished. Das war, wie gesagt, vorher alles in LibGDX geschrieben. Dementsprechend werde ich mich damit noch auseinandersetzen müssen. Und ich möchte, dass dieses Spiel im Multiplayer stattfindet. Das heißt, es sind noch 2 schöne Aufgaben, die spannend werden, wie lange sie denn im Endeffekt jetzt noch dauern werden. Ich hoffe mal, ich kriege es in den nächsten 2 Wochen hin, sodass ich die Frist nur verdoppeln muss. Aber wer weiß, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden mit diesem Videolog und bin gespannt, wie gesagt, wie euch das bis hierhin so gefallen hat. Ja, ich würde das Ganze hier erstmal cutten. Das nächste Mal würde ich euch auch gerne etwas Spielbares schon zeigen. Im Moment ist der Stand, den ich hier habe, nicht sehr gut zum Abspielen geeignet. Ja, ich hoffe, euch hat der Videolog hier soweit gefallen. Lasst gerne Kommentare da, abonniert den Kanal. Schreibt gern was dazu. Wie gesagt, große Sorry an die englischsprachigen Zuhörer, die jetzt mich auf Deutsch hören mussten. Ich füge die Untertitel hinzu, damit ihr zumindest diesem Video folgen könnt. Und ich würde mich auch freuen, von euch Kommentare zu lesen. Ja, wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da. Abonnieren, ihr kennt das alle. Alle Fragen danach. Es ist halt immer wichtig für Content Creator, das Feedback zu bekommen. Und es ist ja auch eine Herausforderung an uns, hier besseren Content reinzustellen. Nur leider, wenn man darauf keine Resonanz bekommt, ist es immer ein bisschen schwierig. Ich hoffe zumindest, es hat euch gefallen. Ich habe ein bisschen an der Videoqualität gefeilt. Ich bin offen für Anregungen und Fragen. Also wenn ihr irgendwelche Themen habt, haut sie raus, schreibt sie in die Kommentare. Ich diskutiere gerne mit euch. Klar, ich muss natürlich auch sehen, dass ich hier weiterkomme, die Zeit finde. Dann diskutiere ich gerne mit euch. Und ich hoffe, man sieht sich bei einem meiner anderen Videos. Bye!